Hallo. Bevor Sie zur nächsten Hauptuntersuchung kommen, macht es Sinn, das Fahrzeug zu inspizieren. Viele Mängel können Sie vorab selbst erkennen und beheben oder im Zweifelsfall durch eine Werkstatt beseitigen lassen. Wir beginnen mit der Bereifung. Überprüfen Sie, ob Reifen und Felgen unbeschädigt sind und ob die Profiltiefe ausreichend ist. Sie können eine 1-Euro-Münze zur Hilfe nehmen. Der Rand beträgt 3 mm. Wenn dieser Rand im Reifprofil verschwindet, ist die Profiltiefe ausreichend. Kontrollieren Sie auch die Lampen und Leuchten, und zwar außerhalb des Fahrzeuges und auch die Kontrollleuchten am Armaturenbrett. Statistisch hat jeder vierte Mangel mit Licht zu tun. Sollten Sie alleine sein, können Sie die Bremsleuchten mit Hilfe einer Mauer oder einem Garagentor bei Dunkelheit überprüfen. Checken Sie weitere relevante Teile, wie zum Beispiel den Sicherheitsgurt. Wenn Sie ruckartig ziehen, muss dieser aufstoppen. Schauen Sie, ob die Spiegel unbeschädigt sind, testen Sie die Hupe und betätigen Sie die Scheibenwaschanlage. Jetzt, wo die Frontscheibe einmal sauber ist, untersuchen Sie diese auf Steinschläge. Machen Sie eine kleine Bremsprobe. Die Fußbremse sollte gleichmäßig und kräftig reagieren. Die Handbremse sollte leicht bedienbar sein und sich nicht bis zum Anschlag ziehen lassen. Zu guter Letzt überprüfen Sie, ob mindestens eine Warnweste und das Warndreieck vorhanden sind und ob der Verbandskasten vollständig und nicht abgelaufen ist. Wenn Sie dem Prüfer eine kleine Freude machen möchten, legen Sie diese Gegenstände gut sichtbar im Kofferraum bereit. Fragen Sie sich im Vorfeld, ob Sie eventuelle Umbauten am Fahrzeug haben. Wenn ja, sollten Sie die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Gutachten bereithalten. Haben Sie alles gecheckt und eventuelle Mängel behoben, sind Sie der Plakette schon ein gutes Stück näher gekommen.